die zu das zu schneiden, ne? So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? 6er Milch. Cola, Quetschkuchen, den Kuchen. Bei Kuchen war Schluss, ne? Ja. So. Süßigkeiten, Müsli, Schokolade, Joghurt brauchen wir nicht. Davon brauchen wir auf jeden Fall. Ich werde ein armer Mensch werden. So. Jetzt haben wir einmal die gesamte Produktpalette durchgearbeitet. Es sieht aus wie Kraut und Rüben, ist aber nicht schlimm. Wir starten. Starten rein. Wird alles schnell ins Lager räumen. Das geht ruckzuck, hoffe ich. Tee. Da ich ja mittlerweile wo die Sachen hinkommen. Kondensmilch. Zumindest vermute ich das immer ganz stark. Wissen ist auch was anderes, aber egal. Kondensmilch. Klopapier. Und Brot. Nein! Da waren die Spaghetti drin. Mensch, nee. Quetschkuchen. Hier rein. Milch. Rotes Mehl. Ah, sag mal einer, ich bin nicht schnell, ne? Da rein. Spaghetti. Und er ist schon wieder fleißig am Arbeiten, hoffe ich. Das ist rote Cola. Die kommt darauf, genau. Oil war hier hinten. Da. Fahrt mal ruhig durch meine Ware, ist nicht schlimm. Habe ich keine Probleme mit, dass ihr mit durch meine Ware fahrt. Überhaupt kein Problem. Vor allem die Eier, da ist wirklich gut. Ne? Ja, immer durch, kein Problem. Kein Problem. Zack. Also verdienen kann man gut, wenn man sich wirklich nur darauf beschränkt, dass alle Ware da ist und dass er das macht. Oh, davon hätte ich vielleicht doch keinen kaufen sollen. Mein Chat ist weg. Hilfe. Oh. Warte. Mein Chat ist weg. Wieso ist mein Chat weg? Hau nicht ab. Mach doch nicht so. Oh! Reynold? Wahrscheinlich so. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Das ist super. War wahrscheinlich für den Verdienst, den ich erzielt habe. Schokolade, zack, dahin. So, Sprite. Da. Da. Also ich höre es auf jeden Fall nett piepen hier. Jetzt kann ich keine Sprite mehr einlagern, weil da eine Flasche drin steht. So. Also komm, Leute, wenn das nicht schnell ist, dann weiß ich aber auch nicht, ne? Nudeln zweimal. Weiße Cola. Da drauf. Also wenn man nicht tausendmal gucken muss, wo man die Dinge hat, dann ist das schon nicht schlecht, finde ich.
Spaghetti. Basmati. Zack. Oil. Du denkst, du hast die, dann hast du das Regal voll und dann ist der Tag rum. Oil. Blaues Mehl, blaues Mehl. Erdnussbutter. Rotes Mehl und Salz. Na komm, dahin. So, jetzt könnte ich kassieren. Hallo, schönen guten Tag. Okay, das funktioniert. Wenn du einmal die Batterie runter bestellst, so, und alles halt auf die Straße fallen lässt, also nicht nach und nach wirklich die komplette Batterie runter. Es sei denn, du weißt, wo du viel hast und dann kannst du jetzt hier tatsächlich noch die Kasse hinstellen und kassieren, ne? Zwei Einräumer wären vielleicht gar nicht schlecht. Und die haben hier schicke Anzüge. Habt ihr mehr vor oder was? Oder ist der Kongress gerade zu Ende gegangen? Hallo, Bella! Da ist wohl gerade ein Prozess vorbeigegangen. Nice, nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, den zweiten Einräumer sollten wir uns leisten. Dann geht das nämlich noch schneller vonstatten. Dann geht das aber schneller vonstatten und wir verdienen schneller Geld. Denn wenn jetzt noch mal 6 Produkte dazukommen, alter Vater. Erdnussbutter, da hinten ist fast alle. Seife, Nudeln. Oh Gott, was fehlt hier oben auch noch? Nudeln, okay. Alles ist gut, alles ist gut. Tief durchhalten. Tief durchatmen. Aber den zweiten kann ich noch gar nicht haben, ne? Ich glaube, den zweiten kann ich noch gar nicht haben. Den zweiten Kassierer. Zweiten Auf. Doch, ich kann ihn haben. Ich kann ihn haben. Wir haben ja noch ein Regal dazu gekauft. Stimmt. Der hat auch einen Tageslohn von 90. Das heißt, ich habe 2 Kassierer für 80 und 2 Auffüller für 90. Oha. Ja, mein Gott, 90. Kann man machen, oder? Kann man machen. Weil der eine, der kommt nicht hinterher. Das schafft er nicht. Ist noch dunkel, ne? Müsste ich vielleicht weiter anders hinstellen. Oh. Das Licht ein bisschen vorholen. So. Das ist uns viel zu düster, Kiss. $9.800, jetzt haben wir gerade nicht so viel Profit gemacht, aber wir haben auch jede Menge ausgegeben, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Uiuiuiuiuiui.
Also ich habe. Also während der Geschäftszeit schafft er das auf jeden Fall nicht alles nachzufüllen, was da rausgeht. Das sind viel zu viele Kunden. Viel, viel zu viele Kunden. Kondensmilch, jo. So, Papier. Was geht? Klopapier geht. Seife. Susu und Salz. Aber man muss helfen. Also alleine auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall alleine. Du zahlst nur die Kassiere. Ach stimmt, die Einräumer zahle ich ja gar nicht. Wo weißt du das? Stand das da? Ich hab's nicht. Wenn wo kann ich das lesen, Grit? Wo kann ich das lesen? Weiß auch mal nicht, wo er zugange ist, ne? Komm, ich mach mal die Erdnussbutter. Bist du jetzt bei der Erdnussbutter? Nee. Das ist echt ein Problem, dass man nicht weiß, wo der zugange ist, ne? Wer kauft denn hier so viel Erdnussbutter? Morgens steht oben rechts, was du für deine Mitarbeiter bezahlt hast. Okay, muss ich drauf. Das ist das, aber die Einblendung, wo steht, was günstiger geworden ist? Die Müsli? Geht er da jetzt bei an die Müsli? Nee, ne? Er geht nicht an die Müsli. Die kaufen mittlerweile richtig viel, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Da komme ich ja teilweise gar nicht mehr mit einem Karton hinterher. Selbst wenn ich zwei manchmal bestelle, komme ich ja gar nicht hinterher. Die steht da immer, die 160, also nur die Kassiere. Schoki und Bonschen kann ich auch auffüllen. Also ich finde es schon extrem, ne? Dass das wirklich, dass man tatsächlich schon zwei Kartons Ware pro Produkt bestellen muss hier mittlerweile. Okay, Schoki brauchen wir erstmal nicht. Nein! Ach, jetzt habe ich da hingestellt, wo? Da kommt der rote Kuchen hin. Okay. Öle sind auch alle, oder was? Weiß nicht, welches er jetzt, was er genommen hat. Ah, er ist noch auf der Seite. Das ist so krass.
Es ist schwierig, auf beides zu gucken. Ja, das stimmt. Weil die Einblendung auch zu schnell weggeht, ne? Öl ist reingegangen. Shampoo, haben wir noch Shampoo? Haben wir auch keins mehr. Rot. Ganz theoretisch von jedem schon wieder zwei, Minimum zwei nachbestellen. Basmati-Reis ist voll. Juhu! Basmati-Reis ist voll. So. Haben wir jetzt alles aufgefüllt? Mehl ist voll, Müsli fehlt noch, Quetschkuchen fehlt noch, brauner Kuchen fehlt noch. Uff. Joghurt, das ist alles voll. O-Saft ist nicht voll. Aber habe ich wahrscheinlich auch keinen mehr, oder? Doch. Mal gucken, was er sich jetzt schnappt, wenn er reinkommt. Er sagt, er ist fertig, aber der O-Saft ist gar nicht aufgefüllt, oder habe ich jetzt geschielt? Nee, der ist nicht aufgefüllt. Sag mal. Dem geht's zu gut, wa? Da hat er sich gedacht, ach, die zwei O-Saft brauche ich nicht auffüllen. Ja, ich würde sagen, ab morgen brauchen wir einen neuen, ne? Wir brauchen einen neuen. Wir brauchen einen neuen, unbedingt. Tagesabschluss. Tag 43. Wir haben nur einen Kunden, der sich beschwert hat. Supermarktpunkte 290. Das ist viel. Und 1298 gewinnen. Ach, lass ihn doch, der ist den ganzen Tag gelaufen. Also es ist wirklich so, wenn man nicht zu viel Profit verlangt. Ich weiß es halt jetzt auch von Manu, dass wenn die Kunden sagen, das ist zu teuer, dass die dieses Produkt dann auch nicht kaufen. Und in dem Moment verkaufst du das Produkt nicht. Ich glaube, weil ich so agiere, kaufen sie mir quasi die Haare vom Kopf. Sie rauben mir die Haare vom Kopf sozusagen. 160 stimmt. Geschirrspül-Tabs und Reiniger-Geschirrspül-Tabs. 18,86, das sind dann 19,10, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. 19,10. Und der Reiniger 3 Euro, da machen wir 3,30 draus. Aber das auch wieder, ne? Also ich bleibe immer wirklich auch so in den 30-Cent-Bereich, glaube ich, kann man machen. Ob man sollte, weiß ich auch nicht. So, ich werde mal. Ich muss alles bestellen. Ich muss alles bestellen. Alles. Bis auf blauer Reiniger. Und Getränke. Wie viel sind das? Zwei. Zwei Apfelsaft, also Apfelsaft auch. Wasser brauchen wir. Da haben wir genug Joghurt. Müssen wir auch. Seit wann müssen wir denn Joghurt kaufen? Hallo? Okay, wir bezahlen die Rechnungen. Ich werde das jetzt so einräumen lassen. Einstellen. Den einstellen. So. Stehen da jetzt zwei Stück? Tatsächlich. Zwingerlinge, guck mal.
Oh weia, oh weia. Also. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gelb weiß ich gar nicht. Egal. Susu brauchen wir, Wasser brauchen wir, Käse brauchen wir nicht. Kaffee nehmen wir 2, Eier 1, Milch nicht. Tee 1. Ach, machen wir 2. Erdnussbutter 2. Ach, wo haben wir jetzt aufgehört? Bei Nudeln schon. Wir haben bei Nudeln schon auf. Was? Hier haben wir schon aufgehört. Uff, echt jetzt? Puderzucker, Wasser, Kaffee, Eier, Milch, Tee 2, Erdnussbutter 2. Mehl, Grün, Spaghetti, Basmati brauchen wir nicht. Salz 2, Orangensaft einen, Apfelsaft einen erstmal. So, noch ein Apfelsaft dazu. Kondensmilch brauche ich nicht, da brauche ich auch nicht. Quetschkuchen zweimal, den zweimal, Bonschen zweimal. Müsli zweimal, Schokolade brauchen wir nicht, Joghurt einmal. Oh, Joghurt einmal. Davon brauchen wir 2, das brauchen wir nicht. Davon brauchen wir 2, davon brauchen wir 2, davon brauchen wir 2. Toilettenpapier 2. So, wir sind einmal die Richtung runter. Das heißt für mich jetzt einräumen und hoffen, dass die jetzt gleich mal Gas geben. Beim Einräumen. Guck mal, der erste rennt schon los. Grünes Öl können wir nicht einbauen. Okay. Öl brauchen wir nicht. So. Kaffee. Jetzt geht er los. Guck. Joghurt. Hä, wieso hat er gesagt Joghurt? Hä, das verstehe ich nicht. Wieso hat er den Joghurt nicht eingeräumt? Müsli. Orangensaft. Macht er nicht da rein? Toilettenpapier. Bleichmittel. Zack. Brot. Also es dürfte jetzt definitiv schneller gehen, dass ich hier nicht so lange warten muss, um zu wissen, wo was fehlt. Müsli. Rotes Mehl. Salz. Rotes Mehl. Uff. Der schreckt mich jedes Mal, wenn der über, durch mich durchläuft. Quetschkuchen war da drinne. Apfelsaft. Zack. Jetzt wird hier geschuftet, meine Herren. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Das ist Vortäuschen falscher Tatsachen. Nicht wahr? Apfel. Okay. So. Der nette Kuchen kam jetzt hierhin, ne? Ja. Weil die Schokolade oben. Toilettenpapier. Und
Susu. Susu brauchten wir nicht mehr. Aber warum nicht? Irgendwie war ich der Meinung, wir brauchen Susu. Oder war das das Susu, was wir nicht brauchten? Ach, Menno. Naja, wir verkaufen es so oder so noch, ne? Ist ja nie vergebens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Text. Text, Text. Ding Dong, liebe Kunden. Heute haben wir Aktionsware der Marke Spielmobil im Angebot. Alles rund um das Leben im Mittelalter. Beschenken Sie Ihre Kinder damit und haben Sie zeitweise Ruhe vor Ihnen. Auf Andrinas Discord-Channel finden Sie im Kanal von Medieval Dynasty Informationen zum Leben im Mittelalter. Schauen Sie vorbei und werden Sie Teil der Community. Und falls noch Interesse an bewegten Bildern besteht, dann werden Sie bei Andrina Games auf YouTube fündig. Vielen Dank. So kann man auch Werbung schlagen. Das ist echt genial. Das ist echt genial, Hexelle. So kann man natürlich auch Werbung schlagen. Wir haben da noch ein paar Channel, also macht euch auf ein bisschen Unterhaltung gefasst. So. Wir haben da noch ein paar Channel bei uns. So, Kaffee. Ich glaube, jetzt bin ich langsamer in Einräumen als die im Auspacken hier, ne? Okay, warte. Quetschkuchen. Der schon wieder alle? Nee, doch nicht. Habe ich keine Bonschen bestellt? Doch, habe ich doch, meine ich doch. Aber nur einmal wahrscheinlich, ne? Nee, zweimal. Uiuiui. Guck mal, ich habe die Ware noch nicht mal weggeräumt. Es wird schon duster, Kess. Ach, Menno. Also so ein Managerposten ist ja auch echt. Komm, wir machen mal das Licht an. Ach, ich komme da nicht an, ne? Piep, piep. Piep, piep. Tee. Und was ist mit Tee? Ich glaube, bei Mehl sind wir wirklich gut aufgestellt. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Gelbes Oil, zack. Oh, grünes Oil ist alles schon wieder. Echt jetzt? Was denn da los? Also man müsste tatsächlich einen einstellen, der das Lager bestückt, ne? Das wäre ja schon mal nice. Erdnussbutter, zack. Gelbes Öl schon wieder. Oh, passt noch. Gut. Grünes Öl. Ich verbrauche den ganzen Tag, um einzuräumen, ey. Herrlich. Und dann bin ich fertig mit Einräumen. Der Tag ist vorbei und die Lagerregale sind leer. Oha. Okay, aber sie arbeiten. Sie schuften wie die Bösen. Los, ihr Lieben. Los, macht hinne. Peitsche raus. Los, 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 los. Immer weiter. Schneller, schneller. Schneller. Bin ich eine gute Chefin? Ich weiß es nicht. Und so, wir könnten jetzt theoretisch immer. Also, ich weiß nicht, ob ihr das macht. Wir könnten theoretisch den Tag beenden, weil es schon steht. Aber ich lasse die immer ganz gerne noch hier. Guck mal, das blaue Mehl wird. Hallo, hallo, was haben die denn vor? Die können auch im Lager einkaufen gehen. Da müssen sie nicht meinen kleinen Laden hier leer räumen. Also, habt ihr es gesehen, wie viel Mehl die mitgenommen hat? Krass, die Lady, oder? Das waren doch bestimmt viermal Mehl. Und vordrängeln tut die auch noch. Sie hat doch glatt weg vorgedrängelt hier, du. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie da auf das Band stellt. Dreimal Mehl. Oha. Und dreimal Tee. Sind wir zu günstig oder was ist hier los?
Wir haben 10.180. Oha, jetzt wird's passieren. Jetzt wird es passieren, Leute. Jetzt ist alles vorbei. Während die Herrschaften da einräumen gleich, werde ich einen Kühlschrank. Jetzt brauche ich zwei Kühlschränke. Ein neues Regal, eine neue Lizenz und ein neues Lagerregal kaufen. Oha. Oh, jetzt wird's passieren. Oh, war ja. Wir werden gleich an Altersarmut sterben. Nein, sag mal, habe ich nicht Shampoo gekauft? Also, es sieht, glaube ich, ganz gut aus und das Einräumen, das restliche Einräumen sollte jetzt nicht mehr zu lange dauern. Zumindest können Sie das dann morgen früh weitermachen. Wir hatten 41 Kunden. Zwei waren ein bisschen pikiert über meine Preise. Wir haben einen Profit, ja, von 662 gemacht und das liegt einfach darum, dass wir so viel einkaufen mussten. Ja, was soll ich sagen? Rechnungen sind noch fällig, ne? Was soll ich sagen? So. Aber ich glaube, alles in allem ganz gut. Eier im Achterpack sind gestiegen. Die Eier im Achterpack sind gestiegen. Auf 5,44. Auf 5,50. Oder auf 5,40. Ach komm, wir machen 5,40. Wir wollen nicht zu unverschämt sein. So. Ja, dann heißt es jetzt einkaufen. Ich frage mich, ob es sinnhaftig ist, das nächste Regal. Weiß wie ich's. Okay, ich glaube ein Regal. Ein Regal und zwei Kühlschränke. Und ein kleines Regal für hier im Lager. Macht summa summarum schon, ja, 1154. Auweia, mein Herz blutet. Ja, muss, 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 muss. Warum schmeißt man sowas hier? Das ist das Lagerregal, ne? Warte. Das ist das Lagerregal. Ja, das war jetzt sehr clever, Andrina. Das war. Da kommt keiner durch, aber egal. Pass auf, wir haben hier das rote Mehl ist hier unten. Die Milch ist dort. Susu. Immer noch nicht fertig. Okay, Susu müssen wir hier mal an die Seite stellen. Dein Ernst so. Grünes Öl kann rein. Spreit ist schon wieder leer? Eieiei. Was können wir da noch mit hin tun? Apfelsaft ist leider noch befüllt. Leider, leider. Aber da werden wir gleich mal. So, du kommst jetzt hierhin und du bist ausschließlich für die Produkte, für die neuen Produkte. Mehl, Mehl. So. Haben wir hier Sachen zu viel? Nö. Haben wir nicht. Also das Lager ist immer noch klein. Die Größe ist natürlich viel zu klein. Aber. So. Schon wieder alles leer, ne? Ist schon wieder alles leer. Wir haben da zwei Susu-Kartons. Das nervt mich ab. Zwei Kartons und dann sind da nur vier, fünf Dinger drin, ne? Das ist so eine bodenlose Frechheit, ehrlich. Mann, 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 Mann. So, die neuen Produkte. Bin ich eine gute Chefin? Nein. Möchte ich das sein? Nein. So, die neuen Produkte sind
Wieso sind die nicht hinten dran? Ach nee, weil wir die Lizenz doch gar nicht gekauft haben. Wir sind die schlauen Eine. Verwaltung. Die Lizenzen. Eine neue Lizenz. Jawohl. Jetzt wird's lustig. Lustig, lustig, tralaralara. Wir haben Mozzarella. 9 Stück im Karton. Dann nehmen wir 2. Parmesan 2. 2 Honig. 2 Thunfisch. 4er Packen Eier. Nehmen wir auch 2. Und Puderzucker nochmal anderen. Eiderdaus. Oh, warte mal, das hat nicht gereicht. Wir müssen mal, warte. Bei Eier ist Schluss. Okay. Wir müssen erstmal so machen, auch wenn wir jetzt einmal ein bisschen mehr bezahlen an Kosten. So, wir haben jetzt hier das Regal. Herr Regal kommt jetzt hier zum Einsatz. Herr Regal. So. Und dann Herr Kühlschrank. Nicht wahr? Der Kühlschrank kommt hier zum Einsatz. So. Wir müssen ja auch ein bisschen, ne? Oh, sag jetzt nicht, das passt hier nicht hin. Dann krieg ich aber einen Anfall. Ich will, dass es dahin passt. Dein Ernst? Und warum nicht weiter hinten? Das ist doof. Mal her, geh mal hier. Nur ein Stückchen. Nur ein kleines Stückchen. So. Damit wir da beim Eingang und so nicht die Probleme kriegen. Ne? Achso, ja, du musst ein Stückchen weiter vor. Ne? So ran. So. Damit der nämlich nach hinten. Ruf mir doch nicht durch mein Bild. Aber warum? Ja, egal. Ach, wegen dem Schild wahrscheinlich, ne? Da hat er Probleme mit. Ja, egal. Egal, 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 egal. So, wir haben jetzt hier... Irk. Wir haben hier Irk. Andrina weiß genau, was sie will. Puderzucker. Zack. Da. 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 Und da. Ach komm. So. Dann haben wir hier Mozzarella. Mozzarella. Raus da. So. Weiß nicht, wie viel man da verkauft. Das müssen wir gucken. Honig. Müsste eigentlich zur Erdnussbutter, ne? Aber, na gut. Sugar. Dü, 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 dü. Oh, honey, honey. Oh, weia. Was ist das? Nudelgericht. Wo kommt das hin? Kühlschrank? Oh ja. Kommt in den Kühlschrank. Nudelgerichte machen wir hier hin. So. Perfekt. Warte mal. Bist du leer? Ja. Geht aber vorwärts. Mit Kuh geht man nicht vorwärts. Schon klar. So. Da haben wir, da sind wir voll, ne? Warte mal. Du. Ich muss mal gucken, was wir hier noch für Kühlschrank haben. Ach, die Eierchen, die müssen ja auch noch hier rein. Ja. Ich glaube, das ist recht gut geplant hier, oder? Denk an die Preise. Ja, 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 Guru. Genau, an die Preise denken. Hm.
Mozzarella haben wir noch nicht voll, guck. Aber jetzt, ne? Jetzt ist voll. Ja. So.